Freunde, im heutigen Video versuchen wir mal Aqualinus in einer Wassermelone zu züchten und die anschließend ein bisschen zu quälen. Lasst uns mal eine Öffnung in die Melone reinschneiden, damit wir dort die Aqualinus reintun können. Ich denke, das müsste langen. Lecker Wassermelone im Winter. Das Innere der Melone werde ich mit einem Mixer durchrühren, damit es schön flüssig sein wird und die Aqualinus genug Saft haben zum Aufsaugen. So sieht das Ganze im Inneren aus. Lasst uns mal die Aqualinus reinschmeißen und warten. Die sind jetzt groß geworden. Ich denke, zu groß für die Öffnung. Mist, ich habe mit dem Löffel welche kaputt gemacht. Ich mache die Öffnung etwas größer. Viel größer, damit meine Hand reinpasst. Der hier ist schön groß, aber leider kaputt. Lasst uns weitersuchen. Der hier sieht super aus. Ich habe mit denen gleich noch etwas Besonderes vor. Und da sind auch noch ein paar kleine im Inneren gewachsen. Ich finde, die Aqualinus sehen einfach klasse aus. Die sehen besonders gut in Vasen aus und als alle anderen Arten von Dekoration. Der Link von denen ist wie immer in der Beschreibung. Hier habe ich einen Aqualinus-Zerschneider. Bin gespannt, wie die aussehen werden, wenn der durch die Aqualinus geht. Da haben wir unseren Kandidaten. Wow, ist ein schönes Bild. Wahrscheinlich wird das mein Thumbnail. Es geht los. Gleich werden wir dünn geschnittene Aqualinus-Scheiben haben. Wow, so sieht das Ganze jetzt aus. Irgendwie sehen die lecker aus. Und ich wünschte wirklich, ich hätte hier ein Stück Brot. Boah! Schmeißen wir das Ganze jetzt drauf. Freunde, es dient nur als Dekoration. Aqualinus sind nicht essbar. Er sieht ein bisschen mager aus. Lasst uns noch welche schneiden. Hier nehmen wir einen gelben. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die Aqualinus so groß werden können. Und Freunde, falls ihr in meinem nächsten Video erscheinen wollt, schreibt in die Kommentare Hashtag ILoveJumanji plus deinen Wunschtext. Und mit etwas Glück bist du in meinem nächsten Video. Und den hauen wir uns auch noch aufs Brot, damit es ein richtiger Whopper wird. Lasst uns noch die Kleinen versuchen zu durchtrennen. Freunde, ich werde euch bald Aqualinus zeigen, von denen ihr noch nie etwas gesehen oder gehört. Seid gespannt. Die Kleinen hier sind durch die Hälfte geteilt. So, unser XXL Whopper feiert heute Weltpremiere. Wer findet alles, dass es irgendwie lecker aussieht, obwohl man es nicht essen darf? Übrigens, morgen verlose ich dreimal einen Smartphone-Vergrößerungsbildschirm, damit ihr Jumanji in dreimal so groß sehen könnt von eurem Smartphone aus. Jeder Abonnent nimmt automatisch daran teil. Bis morgen. Ciao.